ist November und es geht weiter mit dem zweiten Aussortiermonat, beziehungsweise mit dem zweiten, was ich dokumentiere. Nochmal kurz für alle, die neu dabei sind, das ist so eine In-and-Out-Liste, also ich dokumentiere alles, was ich aussortiere, beziehungsweise alles, was auch reinkommt, und dann gibt es am Ende des Monats immer eine Summe, entweder Minus oder Plus. Ich hoffe natürlich, dass es immer im Minus endet, um somit einfach bewusster zu konsumieren. Und ich habe jetzt zwei Dinge, die wegkommen. Es ist der... Moment, ich schaue mal kurz aufs Datum. Es ist der 5. November und ich habe zwei Dinge. Eins habe ich ja letzten Monat schon angekündigt, also am Ende des letzten Videos. Ich verlinke es euch übrigens irgendwo nochmal. Und zwar ein Buch, beziehungsweise jetzt zwei Bücher. Einmal der Vorleser, das habe ich aus einem offenen Bücherregal und das kommt auch wieder dahin zurück. Also das habe ich jetzt vor ein paar Tagen fertig gelesen. Und ein sehr gutes Buch. Entweder kommt es jetzt ins offene Bücherregal oder ich gebe es weiter, also dass jemand anders lesen kann, dann ins offene Bücherregal. Aber das kommt jetzt auf jeden Fall weg, weil ich ja keine Bücher mehr aufbehalte, wie ihr wisst. Und daher kommt auch dieses Buch weg. Das habe ich schon länger fertig gelesen, auch heuer mal. Und zwar Utopien für Realisten. Sehr gutes Buch, sehr empfehlenswert. Aber ich glaube, ich brauche es nicht. Ich dachte mir zuerst, ich behalte es auf, weil da viele Fakten drin sind, wo man mal nachschlagen kann. Aber ich habe noch das Factfulness zu Hause. Und das Buch, also das Utopien für Realisten, referenziert oft auf Factfulness. Zumindest kommt es mir so vor. Es sind zumindest teilweise ähnliche Dinge drin. Ja, teilweise sind ähnliche Grafiken drin. Und deshalb wird das auch wieder verkauft, denn das habe ich selbst schon Secondhand gekauft und wird jetzt auch wieder Secondhand verkauft. Das werde ich gleich inserieren und damit sind schon mal zwei Dinge aussortiert. Allerdings glaube ich, dass diesen Monat ein paar Kleidungsstücke hinzukommen, weil ich habe Jeans bestellt, ja bestellt, und nicht Secondhand gekauft, weil ich bin relativ groß und daher fällt es mir richtig schwer, Hosen zu finden. Und ja, in den meisten Geschäften gibt es nicht so lange Hosen, wie ich brauche. Deshalb muss ich die bestellen und ja, also die Bestellung kommt nächste Woche und dann werden wir mal sehen, was ich davon behalte. Hallo, ich sitze schon wieder am Boden in meiner gewohnten Aussortierposition. Ich glaube, das hatte ich im letzten Video nämlich auch öfter, dass ich am Boden aussortiert habe. Aber da kann ich alles schön aufbreiten. Und es sind einige Dinge dazugekommen. Ich weiß nicht, was ich euch letztens gezeigt habe. Ich glaube nur ein Buch und jetzt ist noch ein zweites Buch, das ich aussortiere. Aber es sind auch ein paar Dinge hinzugekommen. Es ist übrigens der 14. November. Es ist schon wieder Mitte November. Furchtbar. Bald ist Dezember. Übernächste Woche ist der erste Advent. Okay. Jedenfalls habe ich ein paar Dinge aussortiert, aber es sind eben ziemlich viele dazugekommen, aber dazu gleich mehr. Zuerst mal, was ich aussortiert habe, und zwar dieses Buch Utopien für Realisten. Kurzer Einwand aus dem Schnitt, ich habe euch da ein falsches Buch gezeigt, denn das habe ich euch schon gezeigt, aber ich habe noch eins aussortiert, und zwar Rich Dad Poor Dad. Das seht ihr da jetzt nicht eingeblendet, weil ich schon verkauft habe, aber ich habe eben noch ein Buch aussortiert und habe es dort nur verwechselt. Dann diese Mütze, weil ich eine neue Mütze habe und ich habe noch eine in dieser Farbe, deswegen brauche ich die nicht und ich setze sie auch nie mehr auf. Die wird, glaube ich, verschenkt. Und dann eine kurze Hose, und zwar eine Sporthose, die ich schon ewig habe und die ist, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber die ist unten und hinten schon ziemlich durchsichtig. Hier hat sie auch solche Flecken und hier, okay, kriegt sie schon ziemlich viele Löcher. Vielleicht nehme ich den Reißverschluss noch raus. Den kann man dann immer noch brauchen und das Band vielleicht noch, und der Rest kommt weg. Und dann ein Top, aber das wird, glaube ich, nicht komplett aussortiert. Also das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht dazu ziehen. Aber das ist ein, eigentlich war das mal ein Kleid. Also ganz früher mal. Und ich habe das bei H&M gekauft damals. Das ist schon ewig, ewig her. Und das Kleid hatte dann aber ein Loch. Und dann habe ich es einfach abgeschnitten. Und dann hatte ich es ganz, ganz lange als Tanktop. Und es war immer mein Lieblingstanktop. Und ich habe das jeden Sommer so viel getragen. Allerdings sind die Träger jetzt schon komplett ausgeleiert. Theoretisch könnte ich neue Träger annähen. Oder ich mache irgendwie so einen Tube-Top draus. Weil der Stoff ist eigentlich noch ganz okay.
Und ja, also vielleicht mache ich da ein anderes draus. Aber dafür habe ich einen Ersatz gekauft, weil ich unbedingt wieder so einen Tanktop haben möchte. Und ich habe noch mehr Dinge gekauft, weil Grund dafür war, dass ich eine Jeans gebraucht habe. Und ich suche jetzt schon echt ewig seit einer einfach ganz normalen Jeans, die keine super skinny Jeans ist und keine super weite Jeans ist, die lang genug ist und einfach eine ziemlich gerade Passform hat. Und das habe ich jetzt gefunden. Leider nicht Secondhand, leider nicht Fair Fashion. Es ist eine ganz normale Jeans von ASOS habe ich die bestellt. Und im Zuge dessen habe ich mir auch ein paar Basics mitbestellt, also ein paar Oberteile. Und auch noch eine Radlhose, aber ich zeige euch das jetzt. Ihr wisst ja, beziehungsweise die meisten von euch wissen ja, dass ich nicht mehr viel Fast Fashion kaufe, beziehungsweise ich versuche es stark zu vermeiden und es gelingt mir auch meistens, nur diesmal nicht. Also hin und wieder gibt es Ausnahmen und ja, das ist jetzt so. Und zwar habe ich mir hier eine Jeans gekauft, die ist von Only, die ist nämlich... die haben nämlich so Jeans für große Frauen, also das ist aus der Tour Collection und die passt mir und die ist schön, hat einen super Schnitt und ist gerade. Dann von Nike eine Radlerhose, weil ich eben diese Hose aussortiert habe und ich habe auch noch eine zweite Sporthose, die ich auch aussortieren werde, aber auch umnähen, also ich kann sie nicht zum aussortierten Zeug zählen, weil ich sie umnähen werde. Und zwar ist das diese hier, also das ist auch eine ganz normale schwarze kurze Hose, aber die ist mir einfach zu eng an den Beinen. Die hatte ich bei der Minimalismuswoche schon an und habe da schon bemerkt, dass sie einfach zu eng ist. Und die werde ich zu meinem Umnähstapel geben und daraus vielleicht mal einen Sport-BH nähen. Deshalb dieser Ersatz, weil zwei andere eigentlich dann nicht mehr benutzbar sind. Und dann habe ich mir noch 4 Basic-T-Shirts gekauft oder so Tanktops. Und zwar haben die alle eigentlich einen recht ähnlichen Schnitt. So ein bisschen so ein Neckholder-Schnitt, also die gehen so oben weiter rauf. Und ja, das finde ich ganz schön und ich mag das sehr gern. Ich mag den Schnitt eben schon sehr lange, weil dieses schwarz-weiße T-Shirt da vorhin, dieses schwarz-weiße Tanktop hat auch einen ähnlichen Schnitt. Und das war jahrelang mein Lieblings-Tanktop. Deshalb dachte ich mir, es ist sicher schlau, solche wieder zu kaufen. Ich brauche viel mehr Basics. Ich habe irgendwie nicht so viele Basics und ich ziehe sie aber gern an. Und dann noch ein ähnliches mit einem etwas anderen Schnitt. Dasselbe in schwarz und ein sehr ähnliches in grün. Also die sind dazugekommen. Und dann noch eine Mütze, eine ganz normale Strickmütze, weil ich auch keine Strickmütze hatte. Ich habe nur welche, wo vorne immer irgendein Zeichen drauf ist. Und die finde ich ein bisschen schicker und ein bisschen schlichter. Das sind in dem Fall 7 Dinge, die dazukommen. Und eigentlich nur 3 Dinge, die wegkommen, weil die 2 zähle ich ja nicht dazu. Die nähe ich um. Ach, und fast vergessen. Ich habe eine Nähmaschine. Ich habe ja erst 2 Nähmaschinen. Aber meine Mama wollte sie wegschmeißen und ich habe zu ihr gesagt, ich möchte sie mal probieren, falls sie besser ist als meine alte Nähmaschine. Es ist auch eine alte, also ich habe ja auch eine alte Nähmaschine. Ich habe aber zu ihr gesagt, vielleicht schaffe ich sie zu reparieren, denn sie funktioniert nicht mehr richtig. Und wenn ich schaffe, sie zu reparieren und sie funktioniert, dann wäre das super. Und sonst verkaufe ich sie vielleicht auf Willhaben oder verschenke sie. Mal sehen, irgendwer wird sicher schaffen, sie zu reparieren. Das ist jetzt auch dazugekommen. Das heißt, wie viele Dinge haben wir jetzt? Jetzt sind also 8 Dinge dazugekommen und nur 3 weggegangen. Ja, es wird diesen Monat hoffentlich noch irgendwas ausziehen, weil ich möchte schon irgendwie auf 0 landen. Aber wenn nicht, dann nicht, dann ist es halt so. Das sind die Dinge, die jetzt neu dazugekommen sind in den letzten Tagen. Und was ich vorhin vergessen habe, ist dieses Shirt. Und das ist eben das, was ich als Ersatz von diesem gestreiften Shirt gekauft habe. Es ist der nächste Tag und es geht weiter mit Aussortieren. Allerdings eher unfreiwillig, denn ich habe heute was kaputt gemacht. Und zwar hatte ich so eine Glasbox, also die sind unten Glas und oben mit Plastikdeckel, auch in groß. Und die habe ich heute zerstört. Ich habe sie zur Arbeit mitgenommen und da war Salat drin und ich hatte sie in einem Sackerl drin.
Und dieses Sackerl, also in so einem Jutebeutel. Und dieser Jutebeutel ist mir runtergefallen und da war diese Box drin und dann war sie kaputt. Ja, also ein Ding musste unfreiwillig gehen, aber ich bin auf der Suche nach einem Ersatz. Sobald ich ein gleiches oder ein ähnliches Ding finde, wird das definitiv ersetzt. Aber bis dahin ist es mal minus eins. Es ist mittlerweile schon Mitte November und ich habe wieder ein paar Dinge, die wegkommen. Und ich habe eine neue Dose gefunden, also diese Glasdose, die ich hier zerstört habe, habe ich jetzt ersetzt. Und zwar mit einer Metalldose, die kann mir jetzt nicht mehr kaputt gehen. Ich zeige euch das mal, was ich da alles habe. Und zwar wieder zurück am Boden der Tatsachen. Ich habe zwei Bücher aussortiert. Irgendwie ist dieses Monat das Monat der Bücher, also des Bücher-Aussortierens und eine Gürtel. Dieses Buch habe ich gestern fertig gelesen, beziehungsweise den Schluss habe ich schon nur mehr überflogen, weil das war nicht so wirklich mein Lieblingsbuch. Also ja, es war okay, aber nicht so ganz mein Geschmack. Das habe ich aus dem offenen Bücherregal und das kommt da wieder zurück. Dann dieses Buch, damit bin ich zwar noch nicht ganz fertig, aber ich werde den Rest auch nur mehr überfliegen. Das ist bei mir irgendwie so, wenn ich nicht so ganz begeistert von einem Buch bin, dann lese ich es auch oft nicht fertig. Jetzt bei diesem gibt es immer solche Bullet Points quasi, die ich überfliege und die wichtigsten Dinge möchte ich noch herausfiltern. Vielleicht ist noch irgendwas Spannendes drin. Das ist ein sehr bekanntes Buch und ist sehr hochgelobt, allerdings ist es auch nicht ganz meins, weil das ist mir zu viel Selbstoptimierung. Also geht es wirklich extrem darum, wie man seine Arbeitszeit reduzieren kann und wie man super effizient wird. Und das ist mir fast zu extrem. Also da geht es schon darum, dass man fast gar keine Kaffeepause mehr macht und mit niemandem mehr spricht, nur damit man in möglichst geringer Zeit sehr, sehr viel schafft. Das ist mir fast zu viel. Aber ja, es sind ganz gute Ansätze drin und das wird wieder verkauft. Das habe ich schon gebraucht gekauft und wird wieder verkauft. Dann noch dieser Gürtel, weil ich den einfach nie trage. Ja, also der kommt weg, der ist noch relativ schön. Ich habe nämlich noch einen zweiten schwarzen Gürtel, den ich öfter trage. Den habe ich jetzt an und deswegen kommt der weg. Das sind minus drei Dinge. Plus ein Ding, nämlich diese Dose. Die andere habe ich ja zerstört und ich wollte mir zuerst eine gleiche nochmal kaufen, also eine Glasdose. Aber dann habe ich die gefunden. Sie ist jetzt ein bisschen schmutzig, weil gerade noch was drin war, das habe ich schon rausgegeben. Und das ist einfach so eine Metalldose, also so eine Aludose mit Deckel. Und das finde ich ganz praktisch, weil die Aludose, also das Ding kann man zum Beispiel auch in den Ofen geben und in den Geschirrspüler und so weiter. Man kann es gut mitnehmen. Es ist nicht so schwer wie die Glasdose und bruchsicher. Also das habe ich neu dazu bekommen. Und zwei Bücher, die ich aussortiert habe, dieses Utopien für Realisten und das Rich Dad Poor Dad, habe ich verkauft über Willhaben und habe pro Buch 5 Euro bekommen. Die habe ich jetzt schon versendet, also sind die jetzt auch wirklich weg und liegen nicht mehr irgendwo herum. Was ich in den nächsten Tagen gerne noch machen möchte, ist es entweder das Wohnzimmer oder die Büroecke, die wir da hinten haben, auszusortieren. Und eventuell werde ich das auch noch ein bisschen detaillierter filmen. Und vielleicht kommt das als extra Video noch online im Dezember, weil ich im Dezember gerne, wenn es irgendwie möglich ist, ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht irgendeinen Blödsinn, 2 Videos die Woche hochladen möchte. So quasi als Vlogmas, mehr oder weniger. Oder beziehungsweise als mehr Videos Dezember, was auch immer. Ja, weil vielleicht schaffen wir dann noch die 3000 Abonnenten dieses Jahr. Das wäre richtig cool. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das gefallen wird. Es wären dann vielleicht nicht so super aufwendige Videos, aber dann wären 2 Videos die Woche online. Also vielleicht immer Mittwoch und Sonntag. Es geht heute doch noch weiter mit Aussortieren und zwar habe ich diese Hose nicht gefunden, aber ja, ich habe sie ein bisschen vergessen. Und zwar ist das die Hose eigentlich von meinem Freund. Also er hat sie gebraucht gekauft, aber sie passt ihm nicht. Und eigentlich habe ich mir gedacht, dass ich sie behalte, aber ich
Ich meine, jetzt in der Kamera finde ich es gar nicht so schlecht, aber ich werde es, glaube ich, nicht tragen. Das ist eine Levi's 501, also 501. Viele Frauen tragen die ja, aber die ist, wie man sieht, nicht so wirklich high-waisted. Und auch wenn ich sie hochziehen würde, dann entsteht hier so eine komische Falte, weil es eben eine Männerhose ist. Obvious. Und ja, deswegen kommt die weg. Ja, ich weiß, sie sieht in der Kamera gar nicht so schlecht aus, aber es hilft nichts, wenn ich sie nicht trage. Also kommt sie weg, ich habe sie schon inseriert und ich hoffe, jemand kauft die Hose. Und es kommt aber auch was dazu, weil ich habe gerade ein Paket bekommen, weil ich ein Buch gekauft habe. Und zwar dieses hier. Das habe ich gekauft, Mädchen, Frau etc. Ich bin gespannt, wie es ist. Soll angeblich gut sein, habe ich bei Lena von Consider Cologne gesehen auf Instagram. Die hat immer sehr gute Buchtipps. Dementsprechend kommt jetzt ein Ding weg und ein Ding dazu. Die Hose, ja, sie kann sicher gut gestylt, cool aussehen, aber ich werde sie nicht tragen, weil der Schnitt, der gefällt mir nicht. Ich bin leider nicht so fly, dass ich diese Hose tragen würde. Sagt man das? Ich glaube, das sagt man. Das passiert, wenn ein Millennial versucht, cool zu sein. Egal, auf jeden Fall kommt sie weg. Wir sehen uns irgendwann nochmal die Woche. Hoffentlich, wenn ich noch irgendwas aussortiere. Es geht weiter und zwar habe ich heute die Büroecke aussortiert, aber der Hauptbestandteil davon waren eigentlich nur Dokumente. Das ist sehr viel Arbeit, aber natürlich zähle ich das jetzt nicht als Dinge. Aber zwei Dinge habe ich tatsächlich gefunden, die wegkommen. Und zwar einmal so eine Kreisschablone, die hatte ich in der Schule mal, aber seither habe ich sie nicht mehr gebraucht und werde es auch die nächsten Jahre nicht mehr brauchen. Deswegen wird die verschenkt oder verkauft, wie auch immer. Und so ein kleines Paket mit Stiften, das brauche ich einfach nicht. Ich habe andere Farbstifte, falls ich welche brauche und das kommt auch weg. Es geht weiter mit der In-and-Out-Liste und zwar bin ich jetzt fertig geworden mit meiner Büroecke und hinter der Büroecke ist ja dieser Abstellraum da hinten und da habe ich ein paar Dinge gefunden, die jetzt aussortiert werden und zwar dieser Blazer, den habe ich schon mal aussortiert, aber der wird jetzt inseriert und verschenkt und ein Gürtel, der wird auch verschenkt oder ich weiß nicht, ob du den überhaupt noch verbrauchen kann, der ist halt überhaupt nicht mehr schön. Vielleicht will ich ihn noch mehr haben, sonst wird der entsorgt wohl oder übel. Dann eine Wanderhose, die wird auch inseriert. Die ist noch schön, aber passt mir nicht mehr. Dieses Oberteil, das ziehe ich leider nicht mehr an. Das ist erst ein Jahr alt, aber mir ist das Muster einfach zu ausgefallen. Mittlerweile gefallen mir einfach einfärbige und nicht so gemusterte Dinge irgendwie besser. Oder nicht zu viele gemusterte vor allem. Ja, deshalb kommt das weg. Und dieser Stoff, denn mit dem weiß ich nicht, was ich machen soll. Deswegen wird der verschenkt. Den habe ich auch geschenkt bekommen damals. Deswegen wird er auch wieder verschenkt. Also ich habe ihn in einem Stoffpaket geschenkt bekommen. Und hier sind noch ein paar Stoffreste, die ich aussortiere. Also wirklich so ganz kleine, die man nicht mehr wirklich verarbeiten kann. Die zwei Dinge, die habe ich euch schon gezeigt. Diese Stifte und diese Schablone. Eine Installations-CD, ein Englischbuch und eine Maus, die nicht mehr funktioniert. Also, einige Dinge, die wegkommen. Ein Ding ist dazugekommen. Oh, das zeige ich euch schnell. Und übrigens schneit es gerade voll draußen. Ich muss euch das zeigen. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ja, es schneit sehr viel. Wow! So viel dazu. Und das soll jetzt nicht gehen, sondern ich habe was dazu bekommen. Ich habe nämlich gestern, über Willhaben ein Band abgeholt und zwar für meine Uhr. Ich habe ja so eine Garmin-Uhr und da ist das Band kaputt geworden. Und normalerweise kosten die Dinger 30 Euro und ich habe es für 5 Euro bekommen. Eigentlich hatte er es um 10 Euro drin, dann habe ich ihn runtergehandelt auf 7 Euro und da musste ich warten. Also ich habe es schon sehr früh abgeholt, schon um 7 und irgendwie hat er, glaube ich, noch geschlafen. Und ja, dann musste ich ein bisschen warten und dafür, dass ich warten musste, hat er mir nochmal 2 Euro nachgelassen und ich habe 5 Euro bezahlt. Das zahlt sich aus, also schaut immer mal, ob ihr, wenn ihr irgendwelche Ersatzteile oder prinzipiell irgendwas braucht, ob ihr es gebraucht irgendwo findet, weil ich denke mir dann immer, somit muss es wenigstens nicht neu für mich produziert werden. Ja, ich meine, muss es natürlich sonst auch nicht, wenn ich es kaufe irgendwo, aber dann ist die Nachfrage da und Angebot und Nachfrage und so weiter. Ihr wisst, was ich meine.
so gibt's das Ding schon, er kann es nicht brauchen und ich habe ein Schnäppchen gemacht. Gut, ich glaube, das war's soweit. Es ist Samstag. Es ist bald der 1. Dezember, also nächste Woche, und ich glaube, ich werde nichts mehr ausmisten bzw. neu dazu bekommen. Und falls, dann kommt es im Dezember dazu, aber dieses Video soll ja am Sonntag online gehen. Ich werde mir jetzt noch ausrechnen, auf wie vielen Dingen ich dieses Monat gelandet bin, also ob es Plus oder Minus ist, ich kann es gerade gar nicht einschätzen. Also ich habe nicht mitgezählt, sondern schaue mir das dann immer bei den Videoclips an und dann sage ich es euch. Und ich bin schon sehr gespannt. So, das Video ist jetzt fertig geschnitten und ich habe gezählt. Und insgesamt sind wir auf minus 8 Dingen. Das ist wirklich nicht so schlecht. Ich dachte mir nämlich, dass wir irgendwie auf Plus landen, weil ich ja Dinge bestellt habe, also ein paar Kleidungsstücke. Aber minus 8 Dinge finde ich ganz gut für den November. Und das war's auch mit dem Video. Und ich wünsche euch auch einen schönen Adventssonntag. Lasst gerne einen Kommentar da und auch einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.